Jo, dafür, dass es dunkel ist, ist es ganz schön hell hier, wa? Also hier steht ein Monitor. Da steht ein Monitor. Der macht das Ganze ein bisschen heller, da läuft OBS drauf und jetzt, ja. Das, wie man sieht, ist immer noch nicht gefixt. Da wollte ich mich eigentlich drum kümmern. Ansonsten, ja, willkommen zu dieser Ausgabe meines Mindtest Let's Plays. Wie man sieht, hat sich nicht viel verändert. Hier ist immer noch dieses wunderschöne Kellerloch und runter Treppe nach unten hier ein Untergang. Ja, ein Weg runter ist noch nicht gebaut. Schauen wir mal, was sich heute ergibt. Ich glaube, ich gehe erstmal ein bisschen Holz sammeln, oder? Also, ich glaube, ich gehe erstmal eine Axt machen. Ich hoffe, ich habe noch hier genug Zeug über. Oh, sieht aber. Dieser. Sieht ein bisschen dunkel aus. Wobei, das kann auch an dem Monitor liegen. Falls dieses Video wirklich zu dunkel sein sollte, gucke ich mal, dass ich es ein bisschen retten kann. Ich gucke das jetzt nicht weiter nach, aber ich hoffe mal, das passt schon irgendwie. Das sieht aber sehr, sehr dunkel aus. Naja. Ups. So. Nee, Steine, Lehm, Ökokram habe ich kein. Nee, 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 das ist zu wenig. Dann machen wir da einfach eine wunderschöne Axt draus. Die bringt zwar kaum was, aber so wenig Holz, wie wir hier haben, ich glaube, da werden wir nichts mehr heute. So. Hui, das sieht keiner. Ja, also, na, solange die Berechtigungen noch da sind, sind sie halt noch da. Ich wollte sie ja runternehmen, habe ich halt bisher noch nicht gemacht. Beziehungsweise habe ich jetzt gerade eben vergessen. Ich dachte mir, starten wir direkt die Aufnahme. Jo, was soll's. Wir machen erstmal so weiter. Total super spannend. Hier ein bisschen Holz klopfen. Ja, mit dem zweiten Monitor, der da. Also bei euch in der. Es ist so ein bisschen spiegelverkehrt alles, ne? In der Richtung. Bei mir in der Richtung steht der kleine Monitor. Ist so ein 10-Zoll-Monitor. Ein total billiges Ding. Irgendwie 100, schieß mich tot Euro. Also total günstig. So lala von der Qualität her. Also könnte besser sein. Aber komm, für so einen zweiten Monitor wirklich nur zum Aufnehmen. Funktioniert wunderbar. Ne? Läuft OBS drauf. Und ja, wurde direkt erkannt. Das ist das Schöne. Also, was heißt Schöne? Also, als Windows-User ist man da vielleicht ein bisschen verwöhnt, wie auch immer man das bezeichnen möchte, weil natürlich die ganzen Hersteller alle irgendwie an Windows denken. Aber hier jetzt unter Linux, das hat einwandfrei funktioniert. Ich habe das Ding angeschlossen, wurde sofort erkannt. Von der Position her wurde er dann auch ja, richtig ansortiert. Wurde so an der Oberkante von einem anderen Monitor angedockt. Das ist so ein bisschen scheiße, weil der da unten an der Unterkante steht. Das habe ich allerdings angepasst. Der steht jetzt da vernünftig, der Monitor. Und wenn ich jetzt runterfahre mit der Maus auf den zweiten Monitor, komme ich auch an der richtigen Stelle bei dem Monitor raus. Hintergrundbild einstellen, alles gar kein Problem. Mein Fenstermanager erkennt das. Ich benutze OpenBox. Der erkennt das einwandfrei, ohne weiteres. Wird direkt erkannt. Fehlt zum Setzen des Hintergrunds, ist total lustig. Wenn ich dran denke, packe ich das mal in die Kommentare. Man nimmt eigentlich den Befehl, den man nutzt, um Wallpaper zu setzen, hängt einfach nochmal einen Dateinamen dran, also einen zweiten Dateinamen und dann wird das auf dem zweiten Monitor abgestellt, das Hintergrundbild. Also das funktioniert auch auf Anhieb. Bin ich zufrieden, dass das so einwandfrei funktioniert. Ich habe zuerst einen zweiten X-Server eingerichtet und habe dann da den zweiten X-Server drauf laufen lassen, was übrigens auch problemlos funktioniert hat. Ich konnte wunderbar mit der Maus einfach rüberziehen, konnte das richtig alles konfigurieren. Das Einzige, was nicht ging, warum auch immer, ist mein Test aufzunehmen.
sondern ist natürlich jetzt bei einem Let's Player, der hauptsächlich meinen Test macht, nicht so ganz optimal. Doch, kurz mal ein Schlückchen trinken. Also wie gesagt, meine Testaufnahme war ein schwarzer Bildschirm oder halt schwarzes Fenster, was dann da aufgezeichnet wurde. Ist natürlich dann ein bisschen blöd, wenn man halt hauptsächlich meinen Test-Let's Plays macht. Deswegen habe ich das dann mit dem zweiten X-Server dann komplett verworfen, habe dann eben umgestellt wieder auf einen X-Server und eben den zweiten Monitor dran. Wie gesagt, einwandfrei, wurde direkt ohne weiteres auf Anhieb erkannt. Positionieren mit X-Render ausgerichtet und das ist jetzt zum Autostart von OpenBox drin, der Befehl zum Ausrichten des Monitors. Der positioniert das richtig, alles wunderbar. Also einwandfrei. So muss das laufen. Muss ja auch mal was klappen, ne? So, dann equipmentmäßig. Da bin ich gerade auf der Suche nach einer vernünftigen Gaming-Tastatur. Hab jetzt hier. Kann man die erkennen? Das ist so eine Ducky Shine 6. In der Special Edition, 30.000 Jahre Ducky, keine Ahnung. Die ist so beleuchtet, die hat verschiedene Funktionen, da kann man dann hardwaremäßig dann alles Mögliche einstellen. Mal gucken, ob wir alles. Machen wir doch mal. Nutzen wir dieses Let's Play doch mal auch für anderen Quatsch. Ups. So, hier, ne. Da hier FN-Taste. Und dann kann man hier. Die ganzen Profile umschalten. Das ist jetzt so ein Farbwechselprofil. Das ist aus. Das ist halt eingeschaltet. Man kann auch hier noch ein zweites Profil. Warte, wir machen das mal aus. Man kann auch hier noch so ein zweites Profil einschalten. Das ist dann. Also hier die Tasten zum Spielen. Auch mit dem Special Blink Effekt und eben ausgeschaltet. Man kann die auch kombinieren, die Profile. Also man kann da wunderbar alles Mögliche, so wie man es halt haben möchte, umschalten. Ich habe jetzt standardmäßig das Profil hier an, weil, ja, das nutze ich halt normalerweise da, wo die Tastatur eigentlich hingehört. Ich schleppe die jetzt immer mit nach oben ins Büro zum Zocken. weil keine Tastatur da. Da bin ich jetzt gerade auf der Suche nach einer Tastatur. Wenn da irgendjemand eine Idee hat, eine günstige Tastatur, wichtig ist, die muss US-Layout haben. Also mit der flachen Enter-Taste. Ist so. Und es wäre schön, wenn es eine beleuchtete Tastatur ist. Und natürlich die Cherry-Switche, ne, ganz klar, weil die sind halt optimal. Hab ein bisschen geguckt. Oh, da ist die Axt hinüber. Hab ein bisschen geguckt, irgendwie bei Amazon ein paar Sachen rausgesucht, aber das scheint in Deutschland nicht so ganz verbreitet zu sein, habe ich das Gefühl. Also alles, was so ist, ist von irgendwelchen komischen Anbietern, die sitzen dann sonst wo. Und es ist alles relativ happig von den Preisen her. Also, das ist nicht so ganz so super optimal. Jetzt kurz mal. Nee, läuft alles. Ist nicht so ganz super optimal. Naja, kannst du nichts machen. Aber wenn da jemand eine Idee hat, auch in dem Formfaktor oder eben kleiner, ich nehme auch ohne Nummernfeld, die soll halt wirklich nur zum Zocken sein. Das sollte also keine 500 Euro kosten. da bin ich ein bisschen auf der Suche gerade. Dann habe ich überlegt, beziehungsweise das hatte ich ja früher schon überlegt, das Headset hier durch ein Mikrofon auszutauschen. Also durch ein vernünftiges Mikrofon. Wenn da einer eine gute Idee hat, sollte natürlich irgendwie per USB angeschlossen werden an Computer, nur ganz klar, weil es halt dafür verwendet werden soll. Wenn da einer eine Idee hat, immer gerne her damit. Also ich bin da erstmal offen, was das angeht. Preislich, ja, Qualität kostet halt, das ist halt so. Aber wie gesagt, wenn da einer eine gute Idee hat, aus Erfahrung und nicht nur, weil er kurz im Internet recherchiert hat, das kann ich nämlich selber. Nein, also aus Erfahrung gerne Kommentare ablassen. Würde mich freuen, auf jeden Fall. Ja, so. Dann noch ein Thema. Nö, kein Thema mehr. So. So, also.
Dann würde ich sagen, machen wir da erstmal ein bisschen Holzkohle draus. Ja, gibt immer noch vier, ich glaube. Ja, 40, 44, das müsste, glaube ich, reichen dann erstmal an Kohle. So, den anderen Kram könnten wir eigentlich mal verwursten. Wir brauchen auf jeden Fall mal. Moment. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall mal irgendwie irgendwas Schönes aus Holz. Dann mache ich da nämlich unten den. Den können wir doch eigentlich ein bisschen größer machen, oder? So. Da mache ich nämlich dann erstmal zu. Den Rest kann man dann immer noch mal gucken. Ja, das sind die ganzen Dinger von meiner Mod. Ja, da müssen wir mal gucken. Hatte ich nicht die farbige Hervorhebung mal eingeschaltet? Naja. Aber so Holz, irgendwelche Blöcke. Ich glaube, das Einzige waren wirklich die ganz vorne, ne? Jo, 18 sollte eigentlich passen. Dann machen wir ihn nämlich doch erstmal zu. Dann. Ups. Ah ja, zur Tastatur. Tasten sollte irgendwie. Ups, guck mal, reicht doch nicht. Tasten sollten die MX Brown sein, weil die nicht so extrem laut sind. Ah, komm, hat doch noch welche. Und es ist halt zum Aufnehmen dann so ein bisschen angenehmer. Also, wenn man hier normal drückt, geht's von der Lautstärke her optimal. Also, das ist ganz super so. So, also Wohnzimmer fertig. Okay, dann müssen wir doch uns mal drum kümmern, dass man hier irgendwie runterkommt. Ah, scheiße, jetzt habe ich natürlich. Die habe ich ganz vergessen. Jetzt haben wir hier nämlich in der Küche das Ding. Und haben die im Wohnzimmer auch nochmal. Das ist natürlich scheiße. Da denke ich mir nochmal was aus. Das machen wir nochmal anders. Aber runter, 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 runter. Kann natürlich auch hier irgendwie runtergehen, ne? Ich glaube, wir machen es doch hier. Ich glaube, das ist schon okay. Wäre so. Ja. Also hier wäre halt offen. Hier kommt man gut nach oben. Ups. Hier kommt man so lala nach unten. Ich glaube aber doch, das geht. Zack. Zack. Drei und der muss auch noch weg, ne? Genau. Ah, ne, der kommt auch weg. Dann machen wir das nämlich mal so. Der ist auch noch weg hier. Ups. Kann man nämlich dieses Weiße hier eigentlich bis runterziehen? Ups, kommen wir jetzt nicht mehr hoch. Und, ja, man läuft halt unten dann auch gegen die Wand, aber es ist eine Kellertreppe nach unten. Das müsste soweit passen. Von denen habe ich doch bestimmt noch welche da, oder? Nee, Steine hatte ich ja nicht mehr. Ökokram, da kann man mal eben ganz kurz den ganzen Ökokram auch reinschmeißen. Ja, Setzlinge auch, das auch. Ach, das Eisen hätte ich eigentlich nochmal in den Ofen packen können jetzt. Wieso hatte ich das eigentlich noch? So, 44 davon, die gehen hierfür drauf. So. Kann ich hier ganz. Lehm, 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 Lehm. Habe ich das eigentlich alles weggebaut oder was habe ich damit gemacht? Ja, ich wusste doch, irgendwo hatte ich noch was. So. Dann, dann, dann. Ja. So, das passt soweit. Da muss hier oben eine Holztreppe rein.
Siehst du mal, geht genau auf. So, und hier unten kommen dann nämlich die Steintreppen rein. Na komm. Oh. So. Dann. Das weg. Da ist was gewachsen. So. Wieso habe ich denn eigentlich kein Cobblestone mehr? So. Schon haben wir eine Treppe nach unten. Das sieht jetzt hier ein bisschen komisch aus. Vielleicht können wir sonst auch hier die Wand einmal komplett zumachen. Hier können wir den Keller dann weiter runterführen oder so. Mal gucken. Hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen Lagerplatz. Vielleicht können wir hier auch noch Lagerplatz reinbauen, oder? Dann haben wir nämlich auf beiden Seiten Kisten. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so blöd. Das ist halt ein Lagerkeller, ne? Also hier oben zumindest. So, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kisten. Dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, und da, wo es fehlt, machen wir es auch nochmal wieder. Upsi, ja, zu viel, egal. So. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Ja, so. Schon haben wir Kisten. Da kommen jetzt auch wieder Schilder drüber. Da machen wir nämlich genau wie hier. Da rechts das Schild und links die Fackel daneben. Oder machen wir... Machen wir das? Nee, ich glaube, wir machen das symmetrisch. Das heißt, da die Fackel, da die Fackel. Zack. Du. Fackel fehlt. Jetzt fehlt sie gleich nicht mehr. Fackel, da. Ja, schön kuschelig, aber man kommt überall dran. Jetzt hängen wir da überall noch Schilder davor. Nochmal drei Schilder. So, so, so. Da gibt es ja immer eins mehr von. Zack, zack, zack. Ja, dann haben wir nämlich hier schon mal schön ein kleines bisschen Lagerplatz. Gut genutzt. Ich glaube, das ist so optimal. Man kann natürlich auch versetzt irgendwie die Schilder davor setzen. Ne? Eins dahin, eins dahin. Moment. Entschuldigung. man kann natürlich hier dahin, dahin versetzt, weil hier kriegt man natürlich keins davor. Und dann kann man hier zwei Reihen machen, dann wäre halt mit den Fackeln blöd. Die müssen wir auf den Boden stellen oder hier an die Decke hängen oder sowas. Aber es geht ja auch ein bisschen um die Optik. Also, so. So ein bisschen so ganz schlimm sollte es dann auch nicht aussehen. Ich könnte mal eigentlich eine kleine Kiste für irgendwas hinstellen. Vielleicht kann man hier später irgendwann das mal automatisieren, das Lager. Komm, hier die Eingangskiste oder so. Schmeißen wir hier alles rein, es wird automatisch wegsortiert. Das müssten wir mal gucken, ob ich das im Creative-Bau einfach irgendwie oder ob ich das ganz normal baue jetzt hier im Survival-Modus. Weil die Rezepte natürlich doch relativ teuer werden irgendwann. Aber da schauen wir mal. So, wie wird das denn hier aussehen, wenn man hier... Ja, ich glaube, das macht das Ganze sogar so ein bisschen freundlicher, oder? Ja. Ja, die Wand hier, die kann man nicht machen. Die ist nämlich so für außen. Das ist nämlich, wie man sieht, eigentlich gar kein Keller. Man kommt hier wunderbar. Das ist immer noch alles oberirdisch. ja, also der eigentliche Keller, der kommt dann erst noch. Das ist einfach so. Es sieht aus wie so ein bisschen wie so ein Keller und es sieht von außen nicht so ganz schlimm aus. Vor allem steht das Haus nicht so ganz auf dem Boden. Das finde ich immer nicht so schön. Also so finde ich es tatsächlich ein bisschen schöner. Dass es so ein bisschen abgesetzt ist, so ein bisschen erhöht. Dass halt nicht jeder einfach reingucken kann durch die Fenster zum Beispiel. Ja. Was haben wir denn hier eigentlich? Delphinium von Baked Clay. Okay, da kann man in den Lehm wahrscheinlich irgendwie mit einfärben, ne? Boah. Ich dachte, man kann den irgendwie abernten oder so. Naja, gut.
So. Gibt's da eigentlich irgendwas für? Nein, ne? Nee. Sind das Tomaten? Nein. Doch, Tomaten. Sehr gut. Eine Tomatenpflanze da. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Irgendwie hatte ich doch was vor. Ja, also hier geht's runter. So. Hier machen wir zu. Hier geht's dann weiter runter. Oh, hier ist mal ein bisschen Licht rein. Erstmal brauchen wir, glaube ich, ein bisschen Beleuchtung, ne? Weil nachts ist es hier, glaube ich, arg finster. Time 0, ne? So. Ja. Nachts ist es. Ja, gut, da ist natürlich Licht durch die Fackel. Aber nachts ist es hier natürlich arg dunkel. Wir machen hier mal ein bisschen Beleuchtung rein. Dann haben wir das nämlich auch schon mal da. Was sieht denn hier gut aus an Beleuchtung? Wie machen wir das denn? So machen wir das, oder? Ja. Na, also im Haus sollte es schon hell sein. Draußen ist nicht so ganz wichtig. Das Ding hängt eh scheiße da. Plopp, so. Dahin, 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 dahin. Hier kommt auch noch irgendwas rein. So, von außen. Moment. Da diese ganzen Dinger da immer noch erlauben, dass das Licht da durchgeht, brauchen wir von außen erstmal keine Beleuchtung. Wenn das irgendwann mal gefixt sein sollte, dann müssen wir natürlich gucken, dann müssen wir von außen irgendwie Lampen dran machen. Kann man eigentlich hier immer so einen in die Mitte oder so. Na, schauen wir mal, wenn man die hier dran macht, sieht es halt ein bisschen komisch aus. Man könnte auch... da müssten wir dann aber schauen, das wäre dann so ein bisschen Endgame-Content. Man könnte auch... ich habe doch das Dings dabei, ne? So. Torch. Diese kleinen Zipfelchen hier, das sind Fackelhalter. Das Problem ist, die sieht man halt einfach nicht. Weil die Notebook so verrutscht ist oder so verschoben ist, dass das Ding eben an der Wand sitzt. Und dann sieht das hier halt eben so aus, wie es aussieht. Die könnten, okay, die jetzt als Fackel als Beispiel, aber die könnte man natürlich auch craften irgendwie und dann könnten wir tatsächlich die Fackeln auch hier an Dings ran machen, weil jetzt sieht es halt aus, als wenn sie schweben würden. Aber das müssten wir gucken beim 32 Minuten. Das müssten wir gucken beim nächsten Mal oder sowas. So. Dann. Geschafft haben wir effektiv gar nicht mal so viel. Wir haben eine Treppe nach unten gebaut. Wir haben hier denselben Boden reingelegt wie in der Küche. Küche. Was zum... Mama? Ja. Ist ja Nacht jetzt, ne? Man sieht, ich bin ein bisschen schreckhaft. Ich habe einfach nur vorhin ein Let's Play von Resident Evil geguckt. Anteilig. Und, man sieht, Horrorspiele sind nichts für mich. Gut, jetzt bin ich aber wieder beruhigt. Das sind nur die Mindtest-Monster, die sind relativ harmlos, also... Von daher, ich glaube, wir gucken mal ganz kurz, dass wir uns ein Schwert machen und dann hauen wir dem mal eben einen auf die Rübe. Ich war nur gerade ganz kurz so ein bisschen, oh Gott, was sind das für Geräusche? Das ist dann übers Headset immer noch mal ein bisschen, aua, ein bisschen was anderes. Also komm her, wo bist du? Ha,
Uiuiui, Junge, 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 Junge. Du steckst aber ganz schön ein, wenn du nicht auf dem Server bist. So. Ich wollte gerade sagen, auf dem Server ist das immer so einfach. Gehst halt hin und haust sie zwei, drei Mal und dann liegen sie auf dem Boden. Achso, Sterne. Aber in dem Fall, meine Güte. Die haben ja gut was eingesteckt gerade. Ja, aber bei der Gelegenheit, ja gut, Außenbeleuchtung brauchen wir noch nicht. Wir machen hier trotzdem mal irgendwie so ein bisschen Licht. So. Dass zumindest der Eingangsbereich so ein bisschen beleuchtet ist. Aber bei der Gelegenheit machen wir erstmal wieder... Ach nee. Der Time. So. Bei der Gelegenheit machen wir erstmal wieder ein bisschen Tag. Na, na, na. So. Aber ich wollte ja eigentlich eher Feierabend machen jetzt, ne? So, nächsten Schritte wären dann hier den Boden mal gegen was Vernünftiges austauschen. Oder auch nicht, mal schauen. Um irgendwie mal einen Anfang einzurichten, dann brauchen wir auf jeden Fall eine... Moment, wir machen uns mal eben kurz eine Crafting Edition, die brauchen wir. Ja. Und vielleicht bauen wir... Upsala. Vielleicht bauen wir dann nächstes Mal hier mit irgendwas. Da müssen wir mal gucken. Das kommt alles noch. Aber nicht dieses Mal, sondern nächste Woche, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall bei der nächsten Folge. Wo gehen wir denn mal hin? Um ganz kurz... Ach komm... Wir gehen hier in das zukünftige Schlafzimmer. Genießen den Ausblick. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Tschö!